Ja, wie praktisch soll denn ein Hauswirtschaftsraum eigentlich sein? Meiner Meinung nach sollte der sehr praktisch sein, weniger designorientiert, mehr praxisorientiert. Wie Schüller das Ganze interpretiert, das verrate ich euch in diesem Video und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und neben einer guten Küche darf natürlich auch ein guter Hauswirtschaftsraum seinen Platz bzw. seinen Raum haben. Und Schüller Küchen hat das Thema Hauswirtschaftsraum neu interpretiert. Und was haben wir hier? Wir haben hier eine Highboard-Anlage, die eine komplett überarbeitete Korpushöhe hat, denn in vielen Häusern gibt es ja flache Fenster und da musste man in der Vergangenheit immer ein Stück weit mit Höhenkürzung arbeiten. Hier gibt es jetzt von Schüller passend die Schränke, die genau unter die länglichen festen Fenster passen. Und das Ganze wird hier interpretiert mit einem Umbauschrank für die Waschmaschine oder für den Wäschetrockner, je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Und hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Und damit das Ganze auch vernünftig angeschlossen werden kann und ihr auch vernünftig an die Anschlüsse herankommt, gibt es hier speziell einen, ja, in der Küche würden wir sagen Spülenschrank, wo die Rückwand hinten fehlt, haben wir hier den, ja, Anschlussschrank für die Waschmaschine. Das Ganze ist trotzdem mit Auszügen, praktisch sind alle Utensilien, die ihr hier zum Waschen braucht, vorhanden und für die etwas, ja, Chemikalien, die nicht in jede Hände gehören, habt ihr nochmal die Möglichkeit, direkt ab Werk hier den Schubkasten, den Auszug mit einem Schloss zu versehen. Ja, und was sollte natürlich im Bereich in der Nähe der Waschmaschine sein? Ganz klar die Wäschesortierung. Da kennt ihr ja schon von Schüller den Hochschrank mit der Sortierung für, ja, mehrere Wäschesorten. Hier jetzt mal die einfache Variante, wo man halt einfach, ja, weiße Wäsche, dunkle Wäsche sortiert und das Ganze dann auch sehr übersichtlich, große Behälter. Wir haben hier die Arbeitsfläche. Man darf natürlich in der Küche auch das eine oder andere im Hauswirtschaftsraum das eine oder andere tun. Dann haben wir hier einen Schrank, wo, ja, nochmal so ein Wäschekorb seinen Platz findet und finde ich total spannend. Das werden wir gleich auch nochmal etwas größer sehen. Hier, ja, im Garten draußen ist es die Wäschespinne. Hier ist es halt wirklich der Wäscheständer, der, ja, im Schrank mit dem Auszug quasi eingebaut, kombiniert ist. Und wie ich finde, eine sehr spannende, schöne Lösung. Eine schöne Lösung ist auch der Ausziehtisch. Den planen wir auch das eine oder andere Mal ja schon in der Küche mit ein. Auch hier hat man nochmal die Möglichkeit, die Höhe der Arbeitsfläche zu verändern beziehungsweise nochmal zusätzliche Arbeitsfläche oder Abstellfläche zu generieren. Ja, und dann gibt es hier eine Lücke. Da stehen ein paar Räder und da ist ja so ein Gestell. Und da verbirgt sich auch nochmal zusätzliche Fläche, denn wir haben hier einen Klapptisch. Und jetzt schauen wir mal, dass ich den hier im Video 1-2 fix auseinandergebaut bekomme. So. Natürlich in der richtigen Breite einhaken. So. Und ohne Werkzeug haben wir nochmal ganz praktisch Abstellfläche. Auch nochmal eine Reling, wo man was drüber hängen kann. Wir haben hier Haken zum Einhängen und das Ganze ist mobil. Ja, jetzt haben wir den gerade eben angesprochenen Auszug nochmal ein Stück weit größer. Und das Ganze ergänzt um einen Aufsatzschrank. Den kennt ihr ja auch schon aus dem letzten Jahr, wo das Ganze natürlich in der Küche mit Türen versehen war. Hier jetzt offen. Wir haben nochmal hier die Steckdosen und auch hier nochmal eine zusätzliche Arbeitsfläche, wo dann halt zum Beispiel hier der Schuh ganz bequem geputzt werden kann. Nachdem die Wäsche gewaschen und getrocknet ist, was fehlt noch? Natürlich das eine oder andere Kleidungsstück darf auch noch gebügelt werden. Dafür haben wir jetzt hier Platz für das Bügelbrett. Wir haben hier nochmal einen separaten Wäscheständer und dann haben wir Platz für entsprechendes passendes Zubehör. Was schön ist, wir haben ja auch nochmal Innenschublade, Innenauszüge. Also der Komfort darf natürlich auch in so einem praktischen Schrank nicht fehlen. Und apropos praktisch, in diesem Regal finden sich viele praktische Elemente. Zum einen haben wir hier die Halterung wirklich für Staubwedel, für Bürsten, für Besen. Wir haben
hier Platz für den Akkustaubsauger, natürlich auch schon ab Werk die Steckdose, um damit dem Akkustaubsauger wieder laden zu können. Nochmal Kleinmaterial. Der Wischeimer findet auch nochmal Platz. Für die Kehrschaufel ist auch noch ein Plättchen vorgesehen. Also ich finde diese Regallösung wirklich sensationell, sehr praktisch. Das Schöne ist auch, dass es ein Regal ist, denn man kann, wenn man das eine oder andere mal schnell braucht, kann sofort zugreifen, muss nicht erst eine Front öffnen. Im Hauswirtschaftsraum abgeschlossen, kann das ruhig offen sein, ist das ja wirklich dann sehr praktisch, diese Lösung. Weitere inspirierende Videos für eure Küchenplanung, für eure Hauswirtschaftsraumplanung findet ihr über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.